Willkommen in Amphipolis. Die Schlacht von Amphipolis war äußerst interessant. Man könnte sie sogar ernüchternd nennen. Aber das bedeutet nicht, dass sie im größeren Kontext des Peloponnesischen Krieges unwichtig war. Die Stadt Amphipolis war Schauplatz einer eher ungewöhnlichen Schlacht im Peloponnesischen Krieg. Zwei Heerführer, der Athener Kleon und der Spartiat Brasidas, kämpften um dieses Land und um die Kontrolle über seine Ressourcen. Am Ende bekam jedoch keiner von ihnen, was er wollte. Komm zu mir, wenn du fertig bist. Dann reden wir darüber, was du gelernt hast. Das Land, das später Amphipolis genannt werden sollte, war ursprünglich Teil von Thrakien, einer Region, die von einem halbnomadischen Reitervolk bewohnt wurde. Thrakien war reich an Gold- und Silberminen. Es war von saftigen Wäldern umgeben, wodurch es für Außenstehende wie Griechen und Perser sehr attraktiv war. Bis zum Jahr 513 vor unserer Zeitrechnung hatte Persien große Teile Thrakiens erobert. Aber nach deren Niederlage im Jahre 479 vor unserer Zeitrechnung wagte auch Athen einen Vorstoß. 465 vor unserer Zeitrechnung eroberten sie die nahegelegene Insel Thassos. Aber die militärische Stärke der thrakischen Reiter hielt sie aus dem Landesinneren fern. Erst im Jahr 436 vor unserer Zeitrechnung konnte Athen mit der Gründung von Amphipolis am Ufer des Flusses Trimon in Thrakien Fuß fassen. Während des Peloponnesischen Krieges suchte der spartanische Feldherr Brasidas einen Weg, den Einfluss der Athener in der griechischen Welt zu schwächen. Er beschloss, die Küste Thrakiens einzunehmen und hoffte, sich so die Ressourcen dieser Region zu sichern. Brasidas wusste, dass viele der Griechen, die in Thrakien lebten, die Gier und Brutalität ihrer Athener Nachbarn hassten und versuchte, sich diese Stimmungslage zunutze zu machen. Er brach mit 1000 Hopleten und 700 Heloten zu einer Expedition nach Amphipolis auf und traf im Winter des Jahres 424 vor unserer Zeitrechnung vor den Toren der Stadt ein. Vor den Mauern Amphipolis verkündete Brasidas, er wolle die Stadt lieber friedlich einnehmen und versprach allen Einwohnern, die diese verlassen wollten, freies Geleit. Außerdem wollte er alle schonen, die mit ihm kooperierten. Dieses Angebot wurde von den Bewohnern der Stadt gut aufgenommen und so konnte er Amphipolis ohne jedes Blutvergießen erobern. Brasidas Marsch auf Amphipolis hatte die Athener überrumpelt. Als sie davon erfuhren und den Feldherrn Thukydides entsandten, um Amphipolis zu verteidigen, hatte Brasidas bereits mehrere Städte überzeugt, ihm bei der Verteidigung der Region gegen Athens sogenannte Tyrannei zu helfen. Nach einer halben Tagesreise aus Thassos kam Thukydides im Hafen von Eion an, war aber nicht in der Lage, Amphipolis zurückzuerobern. Athen machte Thukydides für den Verlust von Amphipolis verantwortlich und schickte den Feldherrn in die Verbannung. Trotz seiner Erfolge schickte Sparta Brasidas keine Verstärkung, was den Feldherrn dazu zwang, einen Waffenstillstand mit Athen auszuhandeln, um den gewonnenen Boden zu halten. Die Frage, wie mit Amphipolis umzugehen sei, spaltete Athen. Der Politiker Nikias und die Stadt Sparta hofften,
dass ein Frieden ausgehandelt werden könnte. Der beliebte Athener-Staatsmann und Feldherr Kleon wollte dagegen weiterkämpfen und den Krieg fortsetzen. Die Unentschlossenheit hielt bis zum Jahr 422 vor unserer Zeitrechnung an, als Kleon zu einem der Strategen Athens gewählt wurde. Diese Entscheidung zeigte deutlich, dass das Volk von Athen für den Krieg war. Die Waffenruhe wurde beendet und Kleon rückte gegen Amphipolis vor. Auf dem Weg eroberte er mehrere Kleinstädte zurück, die Brasidas eingenommen hatte. Bei seiner Ankunft im Hafen von Eion erbat Kleon Truppen vom König von Makedonien. Außerdem warb er einige thrakische Söldner an, um seine Truppen zu verstärken. Danach konnte Kleon nichts weiter tun, als auf den Rest seiner Verstärkung zu warten. Während des Wartens wuchs die Unzufriedenheit der Athener-Truppen mit dem zögerlichen Kleon. Sie sahen ihn als weich und inkompetent an, vor allem im Vergleich mit ihrem Gegner, Brasidas. Kleon spürte die Anspannung und beschloss zu handeln, ohne auf die Ankunft der Verstärkung zu warten. Er verließ den Hafen von Eion und errichtete ein Lager auf einem nahegelegenen Hügel, um Amphipolis zu beobachten. Zu Kleons Überraschung schien es keine Wachen an den Toren und Mauern zu geben, und Amphipolis wirkte völlig ungeschützt. Diese Wehrlosigkeit der Stadt war allerdings nur eine Illusion. Trotzdem bedauerte Kleon, dass er keine Belagerungstürme mitgebracht hatte, mit denen er die Stadt leicht hätte zurückerobern können. Brasidas positionierte seine eigenen Truppen in einem nahen Waldgebiet, um Kleons Armee im Auge zu behalten. Als die Athener begannen, ihr Lager aufzuschlagen, kehrte Brasidas nach Amphipolis zurück. Da er sein Heer für weniger gut ausgebildet hielt als das der Athener, setzte er vor allem auf eine kluge Strategie und Kleons Mangel an Erfahrung als militärischer Anführer. Brasidas organisierte einen Zangenangriff. Er wollte persönlich einen kleinen Stoßtrupp anführen. Kurz darauf sollte einer seiner Befehlshaber einen zweiten Angriff folgen lassen und die Verwirrung des Feindes nutzen. Doch kaum hatte er diesen Plan ausgearbeitet, sah er, wie Kleons Armee die Zelte abbrach und sich zur Küste zurückzog. Dieses feige Manöver führte Brasidas vor Augen, dass der Sieg vielleicht einfacher werden würde als gedacht.
Nachdem Brasidas Truppen nach Amphipolis zurückgekehrt waren, beschloss Kleon, sich zum Hafen von Eon zurückzuziehen, um doch auf Verstärkung zu warten. Doch leider waren die Befehle, die er gab, unklar und widersprüchlich, wodurch das Athenerheer in Unordnung geriet. Brasidas nutzte diese Verwirrung und startete seinen Angriff. Kleons Truppen gerieten in Panik und waren leichte Beute für die Spartaner. 600 Athener wurden getötet, während die Spartaner nur 7 Mann verloren. Kleons verbleibende Truppen suchten in Eon Zuflucht, wohin später auch die Leichen ihrer Kameraden gebracht wurden, allerdings ohne ihre Waffen. Während der offenen Feldschlacht zwischen den Spartanern und den Athenern wurden Brasidas und Kleon getötet. Die Berichte ihrer jeweiligen Todesumstände zeigen, wie sie als Anführer wahrgenommen wurden. Wir wissen nahezu nichts über Kleons Tod, außer dass er von einem thrakischen Soldaten getötet wurde. Brasidas hingegen überlebte lang genug, um zurück nach Amphipolis gebracht zu werden, wo er über seinen Sieg informiert wurde. Er wurde innerhalb der Stadt begraben, was eine Ehre war, die nur Helden zuteil wurde, und wurde als zweiter Gründer von Amphipolis gefeiert. Die Schlacht von Amphipolis beendete vorübergehend die Feindseligkeiten zwischen Athen und Sparta. Die Athener-Truppen kehrten nach Piräus zurück, während Sparta die Verstärkung zurückrief, die zu Brasidas unterwegs war. Die Tode von Brasidas und Kleon brachten die beiden Städte dazu, Frieden zu schließen. Die Verhandlungen brauchten Zeit, aber Sparta und Athen kamen letztendlich überein, zu der Lage vor dem Peloponnesischen Krieg zurückzukehren. Der resultierende Friedensvertrag wurde gemeinhin Nikias-Frieden genannt. In der griechischen Welt war man sich größtenteils einig, dass Sparta den Krieg trotz Brasidas heldenhafter Erfolge verloren hatte. Dieses Gefühl beruhte darauf, dass die Spartaner es nicht geschafft hatten, Athens Vorherrschaft über die griechische Welt zu beenden, obwohl sie genau das zu Beginn des Krieges versprochen hatten. Hast du deinen Rundgang beendet? Die Schlacht von Amphipolis mag kurzzeitig den Peloponnesischen Krieg beendet haben, aber der sogenannte Nikias-Frieden war nicht von Dauer. Es sollte nicht lange dauern, bis sich Sparta und Athen wieder bekämpften. Möchtest du vielleicht sonst noch etwas tun? Bist du bereit für einen Test? Lass uns anfangen. Welcher Athener Politiker wollte einen Frieden mit Sparta aushandeln? Korrekt. Nikias wollte auf dem Waffenstillstand aufbauen, der nach Brasidas Einnahme von Amphipolis ausgehandelt worden war. Jetzt zur zweiten Frage. Wo kamen Thukydides und Kleon an, bevor sie aufbrachen, um Amphipolis zurückzuerobern? Ja, die Truppen von Thukydides und Kleon landeten bei Eion, bevor sie versuchten, die Stadt zurückzuerobern. Ich habe eine letzte Frage an dich. In welcher Region befand sich Amphipolis? Ja, Amphipolis befand sich in Thrakien.
anscheinend kann ich dir keine Frage stellen, die du nicht beantworten kannst. Meinen Glückwunsch. Gut, gut. Ich hoffe, der Besuch hat dir gefallen.
Καταδικαστέ ημίνε ηθικέ αξίε το τραγούδι.